Okay, wir geben uns Alien und Pacino. Let's go. Gab es gar keine Analyse zu den Qualis? Nee, ich glaube, die wurden alle offline genommen. So, let's go. Lass mal reingehen. Alien. Warte mal, die haben nie existiert. Okay, krass. Eine Frage. Alien wurde erst offline genommen, by the way. Wieso erst offline genommen? Da müsst ihr mich mal kurz aufklären, inwiefern. Abgelehnt. Ach so. Alien wurde erst abgelehnt. Okay, alles klar. Und kam da nachträglich rein, ja? War auch das erste Mal für ihn im JBB, ne? Auf dem Julians Blog-Kanal, oder? Der war in der JMC noch nicht dabei. Besser geh beiseite, wenn du leben willst. Stay back, stay back. Mach mal besser Platz, da ihr Versager. Dickes Punchline gewinnt. Ich weiß nicht, war das jetzt die Hook? Bleibt die so? Die ist mir ein bisschen zu durcheinander. Ich an sich von der Melodie ganz cool, aber irgendwie ein bisschen wild, finde ich. Wenn du leben willst. Stay back, stay back. Mach mal besser Platz, da ihr Versager. Dickes Punchline gewitter. Es wird ganz sicher bitter, denn die Gun ist entsichert. Bam, bam, bam. Zieh den Trigger an die Wand mit dem Pisser. Und spuck auf die Schlampe, weil sie nichts anderes verdient. Und die geschminkte Fotze, die Zeilen auf Dubstep Beats droppt. Sieht aus wie ein Zebra und läuft wie ein Affe mit Stock. Grinch, yeah. Deine Familie empfindet für dich sehr viel Liebe. Denn alle bis auf deine Schwester haben mein Herz für Tiere. Es wird. Okay, Herzlein kannst du natürlich machen gegen den Green. Die Sache ist hier am Anfang, der Einstieg hat mir schon direkt nicht so gut gefallen. Dieses mit diesen Doubles, ich glaube, da waren irgendwie so Schussgeräusche im Hintergrund, so bam, bam, bam an die Wand. Das war mir einfach ein bisschen zu stumpf. Aber ich finde es vom Flow ganz nice. Wir empfinden für dich sehr viel Liebe, denn alle bis auf deine Schwester haben ein Herz für Tiere. Es wird ernst. Ich bin endlich da, Mann, ficke Gio und seine hässliche Schwester Kasa. Die passt. Ernst. Ich bin endlich da, Mann. Und seine hässliche Schwester Kasa. Ja, also das finde ich jetzt auch wieder nicht so sympathisch. Gefällt mir nicht. Die Familie kassiert beim Kampf Projektile. Ich mein Vater Blattdach, dann hat er Löcher und davon ganz viele. Warte mal, das war ganz gut geflowt. Aus der Familie kassiert. Ach so, scheiße, der disst mich immer noch. Und ich sage, es ist gut geflowt. Und seine hässliche Schwester Kasa. Die Bastardfamilie kassiert beim Kampf Projektile. Schachmatt, Vater, Blattdach, dann hat er Löcher und davon ganz viele. Ich bin ne Kampfmaschine. Guckt, wie ich euch Lappen zerdrücke. Ihr habt keine Chance gegen mich, also spart euch die Mühe. Ey, zerstör jetzt die Karrieren der Rapper. Denn Ente auf dem Grill fände ihr jeder besser. Ich glaube, mir ist das einfach ein bisschen zu viel. Lines und dazwischen so gesungene Passagen. Das ist mir, glaube ich, einfach ein bisschen zu wild. Ey, zerstör jetzt die Karrieren der Rapper. Denn Ente auf dem Grill fände ihr jeder besser. Ey, Alien, ey, ihr fuckt mich ab. Sag schon mal goodbye, denn für Gnade ist es schon zu spät. Holy shit, Alien, ey, ihr fuckt mich ab. Besser geh beiseite, wenn du leben willst. Stay back, stay back, ey. Ah, das ist, glaube ich, echt so eine. Die muss man öfter hören. Ich glaube, dann kommt die ganz geil. Als ich beim ersten Mal gehört habe, war die mir einfach ein bisschen zu wild. Aber ging jetzt schon besser rein. Ah, okay, jetzt kommt Double Time. Ja, also, Resümee für den ersten Teil. Das scheint ein musikalisches Kerlchen zu sein, so, keine Frage. Fand aber trotzdem gut, dieser Kasa-Diss. Seine Schwester Kasa, so kann man machen auf jeden Fall. Bastardfamilie mit Bastardfamilie mit paar Projektile und so, die Reimkette oder wie es geflot war, war auch ganz geil. Aber irgendwie kam trotzdem nicht so viel rüber für mich. Aber lass mir Double Time nochmal geben. Gib mir keine Fick und Baller, Silber durch die Biete, deine Fresse, meine Minigun, ich schwöch, hat deine Kugel sichere Weste, geh mir besser aus dem Weg. Ich habe keinerlei Ängste, dich zu besiegen, zu zerstören. Viel zu viele, den ich höre, doch jetzt ziehst du wieder Stumpf. Ich töte jeden meiner Enemies, Family Member, bänge nicht Penner, wird zu einer Battle Rap, die gerne unter Männern des Battles. Ich bin selber kein Double Time Experte, ne? Aber da sind halt einfach. Das ist das Problem beim Double Time, ne? Das muss halt zu 100% sitzen oder ist kacke.
Ja, und da gibt's einfach, da sind einfach so Silben, die da verschluckt werden, das fällt halt direkt auf. Das ist halt das Problem, ne? Wenn du Double Time willst, dann musst du es richtig können. Nemis Family Member bängen, ich penne, wenn zu einer Battle Rap, wir gerne unterm Ende des Battles, wenn ich mit Leichtigkeit das Leben diese Ente beenden. Die Enkern ist ready, der Ballermann geladen, Baller los, leider nach, alle tot, Nase Koks, Anders Haas, Ladung schon, Wasser Karl, Oscar Saar, gegen Gio, das ist ja das nächste Update, wa? Ja klar, sicher, das vergiss nur nicht, dass du Pisser dich nicht entwickelt hast. Du bist vergleichbar mit Updates von Microsoft Windows 7 zu Windows 8. Ja, okay. Ich hab mich nicht entwickelt, meinte er, oder? Hat er über mich gesprochen, oder? Der Ballermann geladen, Baller los, leider nach, alle tot, Nase Koks, Anders Haas, Ladung schon, Wasser Karl, Oscar Saar, gegen Gio, das ist ja das nächste Update, wa? Ja klar, sicher, das vergiss nur nicht, dass du Pisser dich nicht entwickelt. Oder von wem, warte mal, wer war das? Laska, oder wer war das Update? Ladung schon, Wasser Karl, Oscar Saar, gegen Gio, das ist ja das nächste Update, wa? Ja klar, sicher, das vergiss nur nicht, dass du Pisser dich nicht entwickelt hast. Du bist vergleichbar mit Updates von Microsoft Windows 7 zu Windows 8. Ich finde es gar nicht mal so schlecht als ein Laien. Na, darum geht's ja nicht. Wenn du so rangehst, dann haben da alle wahrscheinlich irgendwo ihre Daseinsberechtigung. Ne? Aber so kannst du es ja nicht sehen. Ne? Du kannst ja nicht sagen, ja gut, als Laie. So jeder, der da mitmacht, hat wahrscheinlich schon eine Weile Mucke gemacht. Und so nehme ich das dann auch wahr, so weißt du? Wenn du leben willst, stay back, ey. Ich weiß nicht, also anscheinend kam das ja ganz gut an, ne? Weil die wurde ja nochmal hochgeladen. Also anscheinend haben die Leute da Bock drauf gehabt. Kam ja auch von der Bewertung, also mir hat es jetzt nicht so gut gefallen. Das Problem war einfach, die Parts waren mir ein bisschen zu nichtssagend. Auch wenn gepuncht wurde. Ja, die Parts, da ist mir nicht so viel hängen geblieben. Also ich fand die Lines jetzt auch gegen mich nicht so nice. Der Double Time war eher ein Schuss in den Ofen, fand ich, weil er einfach zu verhaspelt. Also zu angestrengt und zu verhaspelt. Hook fand ich am Anfang echt kacke, bin ich aber ein bisschen warm mit geworden. Aber insgesamt hat es mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Ne? Aber ey, vielleicht kommt er in den Runden besser rüber, so für mich. Gios Schwester Kasa, ja, das ist die einzige Line, die wirklich so ein bisschen im Kopf geblieben ist. Also man merkt, der kann rappen, ne? Und der ist musikalisch, wenn er will. Aber war für mich einfach als Quali jetzt nicht so, hat mich nicht so umgehauen. Warum wurdest du eigentlich nach alter Zeit immer noch so häufig gedisst? Ja, ich denke, das liegt einfach daran, ich war mit einer der größten Namen auf dem JBB-Kanal. Ne? Durch diese ganze Spongy-Geschichte auch. Ja, King of Kings gewesen und erste JBB irgendwie im Finale, dann King-Finale, wahrscheinlich das. Ne? Und natürlich war ich auch ein guter Gegner. So, ne? Ich wurde von Spongy mehrmals hops genommen, da konnte man immer nochmal drauftreten. Ich glaube, das wird das Ding gewesen sein, ja. Aber ich muss sagen, ja, wie gesagt, für mich jetzt, mich hat es nicht so geflasht, aber bei den Leuten kam es gut an, ne? Die haben es gefeiert. Also ich kann verstehen, dass er ihn erst nicht mit reingenommen hat. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass er den Double Time auch nicht so fett fand. Julian war da ja schon immer sehr kritisch, wenn jemand Double Time nicht wirklich zu 100% beherrscht, ne, dann hat er das schon auch gezeigt. Und sonst war mir das leider ein bisschen zu viel von diesen gesungenen Lines und diese gesungenen Passagen einfach, weißt du? Und die Lines, die kamen, waren dann auch nicht fett genug. Im Vergleich zu Richard und Janakan war das... Ja, das war... Ey, nicht falsch verstehen. Das war safe besser als Richard und Janakan, auch wenn ich Janakan stimmtechnisch und audiotechnisch einfach so von der Art, wie er Rap, nicer finde. War das besser, keine Frage. Aber halt nicht gut genug, um mich irgendwie umzuhauen. Ich bin gespannt. Ja, los geht's. Wir gehen rein. Ah, ist das ein Re-Upload? Warum wurde das denn offline genommen? Was ist da los? Hat Julian das offline genommen oder er selbst? Was war da los, bevor wir da weiter reingehen? Einfach ohne Grund offline, genauso wie eine Quali von Nairo. Okay, wild. Na gut, schauen wir mal rein. Pat Pacino. Ich mache einen Track mit Gio und Pat Pacino. Der Weg war anfangs schwer für einen Platz am Meer. Doch der Spaß ist jetzt vorbei, als wäre das Lachgas leer. Okay, er fährt auf jeden Fall seinen ganz eigenen Film mit seinem Mafia-Hut da, ne? Der Weg war anfangs schwer für einen Platz am Meer. Doch der Spaß ist jetzt vorbei, als wäre das Lachgas leer. Wir kommen Rapper bloß aus, ohne Lines kaufen. Also wird es Zeit, dass ich groß rauskomme. Wie Scheiß auf dem Rapper spielen gern. Ja, so eine Line. Zu Genüge anpimmeln. Und ich werde durch die Verse berühmt wie Achilles. Sehen. Ja, das Problem ist, Verse berühmt wie Achilles, Digga. Die Line gibt's halt schon 1:1, ne? Also allgemein Verse, Achilles-Lines, ja.
Rapper spielen gerne zu Genüge an Pimmeln. Und ich werde durch die Verse berühmt wie Achilles. Seh in diesem Scheiß hier wirklich keinen Gegner. Also ja, dann fick ich jetzt die gottverdammten Teilnehmer ein. Leerer Blick darüber und ich. Aber ich find trotzdem ganz geil, wie der rappt. Also ich mag halt die Leute, die so auf Reime schreiben, ne, und sich Mühe geben, weiß nicht, die nächste Line wieder mit dem Reim weiterzuführen, um dann wieder einen Switch reinzubringen. So dieser Film, das ist schon so eher mein Ding von Herangehensweise einfach. Recht klassisch gehalten, einfach Bars, das mag ich. Ja, wir hören das mal weiter. Da ist hier wirklich kein Gegner, also ja, dann fick ich jetzt die gottverdammten Teilnehmer. Ein leerer Blick darüber und ich sehe die schwulen Opfer Arm in Arm. Bitte, welche Freundin, deren Hurensohn schon Damian nennt sich Damon, doch bist nur eine eklige Gestalt. Um euch schon zu zerficken, nutze ich jegliche Gewalt. Ich höre die ersten Songs und die Leute labern aus Hangar-Clips. Aber Johnny nennt sich Dixon, weil sein Vater auch ein Schwanz ist. Sensor kommt vorbei, du kriegst Peichnebel wie Noten oder ich komm. Ach so, Dixon. Johnny nennt sich Dixon, weil. Dixon, okay. Nutze ich jegliche Gewalt, ich höre die ersten Songs und die Leute labern. Aber hatten wir nicht so eine Line schon mal? Irgendwie so ähnlich? Mit Dixon? Ah, vielleicht höre ich mich auch, da gab es ja so viele Dissereien. Ich finde die Stimme auch ein bisschen gedrückt, ja. Ich finde, das ist auch das, was mich so am meisten stört. An sich finde ich es, wie gesagt, ne, wie er schreibt, ganz, ganz nice. Auch wenn jetzt noch nicht so eine krasse Highlight-Line drin war, die Achilles-Line war halt, gab es halt schon. Aber was mir am meisten stört, ist so ein bisschen dieses, ey, ich habe, weißt du, was ich meine? Ich hab dich gesehen und wusste damals schon, du schaffst nix. Rede keine Kacke, Mann, weil du nicht im Takt bist. Du machst einen auf Battle Rim. Dieses Ding, so, das stört mich ein bisschen. Das klingt so ein bisschen unnatürlich einfach. Als würde er seine Stimme verstellen, um halt irgendwie dick zu klingen. Sensor kommt vorbei, du kriegst Peichnebel, aber nur Sangaklips. Aber Johnny nennt sich Dixon, weil sein Vater auch ein Schwanz ist. Sensor kommt vorbei, du kriegst Peichnebel wie Noten. Oder ich komm zu dir, dann kriegst du Seitenstiche wie Pop. Ihr seid alles ohne keiner ist so Manns wie wir. Drück ich mal ein Auge zu, dann nur so Mann wie sie. Hör BB-Quali und ich drücke ab wie Vito. Es geht klick, klack, boom, Pat Pacino. Ihr seid alles ohne keiner ist so krank wie wir. Drück ich beide Augen zu, spür ich die Angst in dir. Hör BB-Quali und ich drücke ab wie Vito. Es geht klick, klack, boom, Pat Pacino. Okay, Part 2. Okay, also an sich, guck mal, ich finde den optisch eigentlich auch ganz nice. Der hat so einen eigenen Film, den ist noch keiner gefahren im JBB, ne? Da hätte man gut was draus machen können, so image-technisch. Wie gesagt, die Stimme stört mich so am meisten, ansonsten finde ich es gar nicht so bad, Digga. Okay, Part 2, mir fallen noch eine Menge Dinge ein, denn Hater wollen meine Aufnahmen händeringen meiden. Sollte ich hier verkacken, gehe ich raus und plünder wieder Läden. Doch jetzt heißt es für mich erstmal, euren Gründer zu zerlegen. Denn ein Schwammkostüm ist das, was meinen Glauben bekräftigt. Doch auch ohne Kostüm warst du nur mit Saugen beschäftigt. Mir scheißegal, wie viele nice. Araber du auftreiben kannst. Bin ich fertig mit dem Patt, lutschen sie auch meinen Schwanz. Du rappender Clown, ich häng auf den Straßen ab wie Blätter am Baum. Zerschmetter den Traum, den dem ihr. Ey, Blätter am Baum, nach der Mois Maestro-Thematik habe ich da ganz komische Bilder im Kopf. Der hat mir Bäume und Blätter für immer kaputt gemacht, Digga. Auch meinen Schwanz, rappender Clown, ich häng auf den Straßen ab wie Blätter am Baum. Zerschmetter den Traum, den dem ihr jahrelang verfolgt. Sag mir, wann ihr wollt, ich komm vorbei, lege den Mantel ab, öffne den Geigenkasten, lade dann den Colt, schieße los. Du fängst euch die Lunge an. Scheiße, Digga, jetzt verliert er sich so ein bisschen, oder? Lege den Mantel ab, Blätter am Baum, zerschmetter den Traum, den dem ihr jahrelang verfolgt. Sag mir, wann ihr wollt, ich komm vorbei, lege den Mantel ab, öffne den Geigenkasten, lade dann den Colt, schieße los. Du fängst das ist mir irgendwie ein bisschen, weil zu unstrukturiert gerappt oder geflowt. Geschrieben einfach. Lege den Mantel ab. Ich mag es halt nicht, wenn ich nicht weiß, wo die Line ungefähr endet. Ich feiere das, wenn man so überrascht wird, ne, mit einem Reim, der zurückgeholt wird, oder er endet dann doch irgendwie eine halbe Line später, aber das ist mir irgendwie zu, das ist mir zu wild. Den Geigenkasten, lade dann den Colt, schieße los. Du fängst euch die Lunge an zu rauchen, wenn ich will, dann tritt ich deinen Jungen von der Schaukel, ich hab Bauch-Araber. In Mengen auch im Vorparkballer, bis der Schalldämpfer raucht wie Rebel Lounge, bis du hier. Ihr seid alles ohne keiner, so Manns wie wir. Drück ich mal ein Auge zu, dann nur zum Anvisieren. BB-Quali und ich drücke ab wie Vito, es geht klick, klack, boom, Pac Pacino. Das ist ganz geil. Dieses, das wie Vito, Pac Pacino. Das brennt sich so im Kopf. Das ohne keiner ist so krank wie wir. Drück ich beide Augen zu, spür ich die Angst in dir. BB-Quali und ich drücke ab wie Vito, es geht klick, klack, boom, Pac Pacino. Ihr seid alles ohne keiner so Manns wie wir. Drück ich mal ein Auge zu. Okay, das ist zum Beispiel wieder so eine typische Stelle, in der ich gesagt hätte, hätte man das letzte Mal lassen können. Nur zum Mann visieren. JBB-Quali und ich drücke ab wie Vito. Es geht klick, klack, boom, Pac Pacino. Ihr seid alles ohne keiner so krank wie wir. Drück ich beide Augen zu, spür ich die Angst in dir. JBB-Quali und ich drücke ab wie Vito. Es geht klick, klack, boom, Pac Pacino. Ja, guck mal, das Problem ist halt auch immer so ein bisschen, in der Quali ist es auch schwer zu überzeugen, finde ich. Klar, du kannst theoretisch jeden dissen, aber meistens hebt man sich ja so ein bisschen Pulver auf. Bei ihm sehe ich zumindest das Potenzial,
dass da was rumkommen könnte, was mir gefallen würde. Weil der von seinem Schreibstil in eine Richtung geht, die ich mag. Ne? Sehr auf Reime geschrieben und strukturiert, wenn wir jetzt den zweiten Part mal so ein bisschen außen vor lassen. Ne? Auch eine gerappte Hook mag ich an sich auch sehr gerne. Und der gefällt mir optisch. Da hätte man locker irgendwie image-technisch krass was draus machen können. Der verkauft es auch sehr gut. Ne? Müssen wir mal gucken. Ich bin gespannt, was da rundentechnisch rumkommt. Ja, also battle-technisch. Was es da so gibt. Oder wie waren alle? Kommen doch alle ins Battle, oder? Ja, und die Stimme ist halt leider ein bisschen gedrückt. Also dadurch wirkt es ein bisschen unauthentisch, weil, ich meine, vielleicht hat er auch die Stimme, aber so in meinen Ohren klingt es halt so, als würde er, um besonders böse oder so zu klingen, würde er sie extra so drückend einrappen. Und ich weiß nicht, das, weil, keine Ahnung, das kommt irgendwie nicht so geil. Keiner wird rausgehen. Okay, dann bin ich gespannt. Also so vom Ding her könnte ich mir vorstellen, dass da noch was kickt, was mir battle-technisch gefallen könnte. Kommt halt drauf an, ob er Punchlines schreiben kann. Ne? Ist in der Quali halt auch mal ein bisschen schwierig, damit zu überzeugen. Vielleicht überrascht mich ja auch noch ein anderer Teilnehmer hier. Ne, positiv, womit ich nicht rechne oder so.